Hallo zusammen. Heute rechnen wir gemeinsam die Abschlussprüfung 2021 für Realschule Baden-Württemberg vom Teil A2, die Aufgabe 3. Aufgabe 3 lautet, die beiden Glücksräder werden gedreht. Wenn sie stehen bleiben, erkennt man im Sichtfenster eine zweistellige Zahl. Die Abbildung zeigt die Zahl 43. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist im Sichtfenster eine Zahl mit zwei gleichen Ziffern zu sehen? Die kleinste zweistellige Zahl ist die 22. Die Wahrscheinlichkeit beim ersten Rad eine 2 zu bekommen ist 1 von 4 Feldern, also ein Viertel. Beim zweiten Rad 1 von 5 Feldern insgesamt, also ein Fünftel. Das muss ich miteinander mal nehmen: Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner, 1 mal 1 ist 1 und 4 mal 5 ist 20 und ein 20stel sind 5%. Die nächste Zahl ist die 33 die Wahrscheinlichkeit beim ersten Rad die 3 zu bekommen ist 1 von 4, also ein Viertel und beim zweiten Rad 1 von insgesamt 5, also ein Fünftel. Auch hier wieder miteinander mal nehmen, auch hier wieder ein Zwanzigstel, 5%. Als nächstes die 44. Die Wahrscheinlichkeit beim ersten Rad ist wieder 1 von 4, also ein Viertel und jetzt beim zweiten Rad allerdings 2 von 5, fünf, 2 Fünftel. Und das ergibt 2 Zwanzigstel gekürzt 1 Zehntel oder 10%. Und noch die Wahrscheinlichkeit für 55 beim ersten Rad 1 von 4, vier, 1 Viertel, und beim zweiten Rad 1 von 5, also ein Fünftel, und das ergibt wieder 1 Zwanzigstel 5%. Jetzt das Ganze noch zusammen addieren. Die Wahrscheinlichkeit für zwei gleiche Ziffern beträgt also 25%. Zweiter Teil. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist im Sichtfenster eine durch 12 teilbare Zahl zu sehen? Ich brauche also die Vielfachen von 12. Das sind 12, 24, 36 und so weiter. Die einzige mögliche Zahl hier ist die 24 und die Wahrscheinlichkeit für 24 ist. Beim ersten Rad die Wahrscheinlichkeit eine 2 ist 1 von 4 möglichen, also 1 Viertel. Beim zweiten Rad brauche ich eine 4, also 2 von 5 möglichen, daher 2 Fünftel jetzt wieder Zähler mal Zähler Nenner mal Nenner also 2 Zwanzigstel oder gekürzt ein Zehntel bzw. 10%. Dritter Teil. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist im Sichtfenster höchstens einmal die Ziffer 4 zu sehen? Jetzt könnte ich alle Möglichkeiten berechnen oder schneller geht es mit dem Gegenereignis. Das Gegenereignis von höchstens einmal die 4 ist hier zweimal die 4, also die 44. Berechne die Wahrscheinlichkeit für die 44. Dazu brauche ich beim ersten Rad eine 4, also 1 von 4 Möglichkeiten, ein Viertel. Beim zweiten Rad habe ich 2 von 5 möglichen Feldern, also 2 Fünftel. Das ergibt wieder 2 Zwanzigstel bzw. 1 Zehntel oder 10%. Mein Ereignis bekomme ich jetzt immer raus, indem ich 100% minus das Gegenereignis rechne. Also 100% minus 10% macht 90%. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sehe ich also höchstens einmal die Ziffer 4. Hat euch mein Video geholfen? Würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald.